Ja, aber also dieses ganze Zitat von Jürgen Pohl, was ich gerade vorgelesen habe, war ja relativ lang. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Er spricht sich dagegen an, Entscheidungen der Mindestlohnkommission anzufechten, die ja offensichtlich im Sinne der Arbeitgeber getroffen wurden, auf Druck der SPD. Das verschweigt er hingegen. Er verschweigt völlig, dass die SPD hier einen höheren Mindestlohn verhindert hat, sondern kritisiert die SPD jetzt dafür, dass sie einen höheren Mindestlohn fordert. Und dass die SPD hier komplette Heuchelei betreibt, das kritisiert die AfD überhaupt nicht. Das ist der AfD komplett egal. Die AfD, auch nur die theoretische Möglichkeit, dass der Mindestlohn erhöht werden könnte, ist für die AfD schon eine Gefahr. Das heißt, dieser Satz aus dem Wahlprogramm, der ist in der realen Politik am Ende nichts wert, von wegen, dass sie so hohe Mindestlöhne will, dass sich die Menschen davon der Altersvorsorge aufbauen können. Also das ist von der Realität hiermit vom Tisch gewischt. Ja, das ist Also ein. falls Leute euch damit kommen, hey, guck mal, die AfD hat das doch im Wahlprogramm stehen. Ja, ich glaube, man kann nicht viel auf das Wahlprogramm der AfD geben. Also die würden alles Mögliche reinschreiben und dann das Gegenteil tun. Das ist jetzt nicht das Ding. Ja. Also von dem her. Aber ich glaube, so mit diesen wirtschaftlichen Sachen erreicht man auch die Leute nicht, weil die interessieren sich nicht dafür, die verstehen das nicht. Also ich denke mir jetzt die ganze Zeit, wenn du diese Geschichten eben den Leuten erzählen würdest, aus der AfD-Richtung, die würden da nichts mitnehmen können aus der ganzen Geschichte. Also die würden dastehen und würden sagen, ja, aber die werden uns austauschen, weißt 70% der Deutschen sind für eine Erhöhung des Mindestlohnes. Ich sage ja, wir haben in diesem Punkt, erstmal, das hatte ich in unserem letzten Gespräch schon gesagt, 100% Recht und die Mehrheit der Bevölkerung steht auf unserer Seite. Wenn wir darüber Volksabstimmung abhalten würden, dann hätten wir schon einen Mindestlohn von 14 Euro. Ach so, du meinst Scheiß auf die, die es nicht einfach begreifen. Das ist einfach deren Problem, weil man hat ja Ich die meine ja, die Mehrheit. AfD ist ja immer für Demokratie und für Volksabstimmung. Wenn wir darüber Volksabstimmung abhalten würden, dann hätten wir das schon. Cool, ja. Also die Cool. Mehrheit der Bevölkerung ist aufgeklärter, als man vielleicht denken mag, wenn man sich in sozialen Medien herumtreibt. Ja. Ja, aber Jürgen Pohl hat gerade noch etwas sehr Interessantes angesprochen, nämlich Entlastungen. Was meint er mit Entlastungen? Er hat ja nur allgemein von Entlastungen angesichts von Inflation gesprochen. Im AfD-Bundestagswahlprogramm von 2021 findet man da etwas sehr Interessantes auf Seite 35, nämlich die Abschaffung von Substanzsteuern. Nämlich, ja, also ich lese jetzt mal kurz Satz aus dem Parteiprogramm vor. Zu zählen die schon erwähnte Grundsteuer, die an ihr Haus- und Grundbesitz anknüpft, die Vermögenssteuer sowie die Erbschaft- und Schenkungssteuer. Das heißt, die Erbschaftssteuer soll abgeschafft werden. Da gibt es ja große Probleme bei der Konzeption der Erbschaftssteuer, nämlich dass reiche Unternehmenserben ihre Erbschaftssteuer leichter umgehen können als Mittelständler. Aber die Antwort der AfD ist darauf, gut, dann schaffen wir es halt komplett ab. Also die linke Antwort, die Wagenknecht gibt, sagt dann, okay, dann besteuern wir wirklich nur die richtig Reichen und die dann richtig. Also wer hunderte Millionen oder Milliarden Euro erbt, der muss dann wirklich ordentlich was abgeben. Wer nur ein paar Millionen erbt, der muss dann nichts oder fast nichts abgeben. Also dass man wirklich hohe Freibeträge macht, aber alles, was da drüber liegt, dann wirklich ordentlich besteuert, damit die Superreichen eben nicht immer reicher werden. Die AfD hat damit anscheinend überhaupt kein Problem. Erbschaftssteuer kann ruhig abgeschafft werden. Die AfD schreibt dann sogar selbst, bei derzeit rund 800 Milliarden Euro jährlichem Steueraufkommen des Gesamtbetrags liegt deren Anteil insgesamt bei einem niedrigen einstelligen Prozentbetrag in Bezug auf die Substanzsteuer. Das heißt, die AfD sagt selbst, Substanzsteuern, die sind sehr niedrig im internationalen Vergleich. Die machen überhaupt keinen hohen Anteil im Steueraufkommen auf. Auch jetzt können wir sie einfach mal komplett abschaffen. Also die Reichen, die Vermögen der Reichen, die werden schon so gering besteuert, jetzt schaffen wir sie komplett. Das steht im Parteiprogramm der AfD für die Bundestagswahl 2021. Ja, die AfD hat Das ja auch insgesamt die Steuern an sich, ja, begünstigt sie am meisten die Reichen, wenn man sich das anschaut. Ich habe irgendwo dieses Diagramm gehabt, wo habe ich das? Ich müsste das suchen, wo man so richtig sieht, welche Leute entlastet werden, ja. Weil die Leute sagen so, ja, weil hier ist es ja auch so eine Sache, ja. Du bringst ja mit dieser Erbschaftssteuer irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, ihren Kindern ein rostiges Auto und eine Einzimmerwohnung hinterlassen wollen, bringst du dazu, dass sie sich eigentlich für die einsetzen, die ihren Kindern einfach eine ganze Fabrik hinterlassen, ja, und eine Villa, ja, und die tust du dann auf eine Linie, aber das ist halt nicht auf einer Linie, das ist halt nicht dasselbe. So. Nur eine Villa kann ja ruhig jeder behalten. Aber, oder auch zwei Villen von mir aus. Aber 200 Villen sollte man vielleicht mal
darüber nachdenken, da die Hälfte von wegzubesteuern. Ja, aber das ist ja, ich meine nur, man instrumentalisiert irgendwie die armen Leute und so ist das auch, wo man so sagt, ah ja, du willst doch keine Steuern zahlen, also Steuern sind scheiße und dann siehst du diese Leute, die praktisch davon profitieren, dass Steuern gezahlt werden und die setzen sich dafür ein, dass Steuern abgeschafft werden, ja.